Alter, warum Chat? Also Jonas meine ich natürlich. Neulich auf Facebook so einen Kettenbrief bekommen, ne? Da stand sowas drin wie von wegen, also erst so eine lange Geschichte, ging bestimmt, weiß ich wie, ach, richtig lang auf jeden Fall. Mann! Kann nicht meinen Namen drüber vor, oder? Nein, da stand sowas wie, Mädchen und so, das halt ihren Bruder verliert, weil das in seinem Zimmer gehäutet wird von den Eltern oder so. Das passiert doch gar nicht. Dann wird sie gehäutet von seinen Eltern, von ihren Eltern. Und ein paar Jahre später kriegen die Eltern ein Kind. Und das sieht da, wo die gehäutet wurden, was in den Boden eingeritzt und so eine Scheiße von wegen, keine Ahnung, ich bin eine Schwester, wir sind im Himmel und so, bla bla bla. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ganz zum Schluss, das war ein ellenlanger Text, da steht dann, wenn du das nicht an 10 Freunde sendest, dann kommen heute Abend deine Eltern und häuten dich. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hab gedacht, Alter, das können die doch nicht bringen. So eine Scheiße in Facebook zu schreiben. Das glaubt nachher noch welche. Oh! Hast du auch schon mal so einen Kettenbrief bekommen? Nope. Ja? Per Handy. Nur per Handy? Ja, per Handy, das geht ja noch. Die am schlimmsten. Kettenbriefe sind scheiße. Hä? Kettenbriefe sind scheiße. Ja, ich weiß. Aber am schlimmsten sind die ja per Handy. Nein! Sende das an alle Leute, die du lieb hast. Und auch an mich. Oder so. Und wenn das ja nichts zurückgesendet ist, ich glaube, dann kommt die Person sich ganz schön verarscht vor. Hast du mich einfach? Ich auch nicht. Vor allem, wenn ich an dem Tag noch nicht geschrieben habe. Mann, komm schon. Das ist erst die dritte Station, verdammt. Das ist schon jetzt bestimmt die... Ist das schon die dritte Folge? Nee, müsste noch die zweite sein. Oh. Nee, macht keinen Sinn mehr. Alter. Ohne Witz, ne? Spiel sollte man nicht spielen, wenn man gereizt ist. Hüpf ich gerade zurück? Nein, natürlich nicht. Hab ich eine Minute lang gedacht. Eine Sekunde lang gedacht. Och, komm schon. Ich guck mal kurz, ob die Tonspur an ist. Jetzt lass mich zappen. Nein, Mann. Ich kann es viel besser als du. Kriegst du ähnliche... gebacken. Okay, zock einmal du, geh weg. Geh auf meinen Stuhl. Aber du kriegst nicht das Headset, das kannst du vergessen. Oh. So, jetzt zockt ja mal gerade eben Jonas. Wie springe ich? Mit Leertaste. Und Doppel-W machst du doppelter Anlauf. Oh, du bist ein dummer Junge. Doppel-W drücken, dann läufst du schneller und dann halt abspringen. Falsche Richtung. Ja, fast. Ich meine, ich kann es viel besser als du. Also. Ja, jetzt, du bist schon viel weiter als ich. Ja. Wie man sieht. Danach nicht weiterlaufen. Oh, du bist so dumm. Oh, scheiße, ey. Wir sind... Was hast du... Bist du eigentlich dumm, Junge? Das war vor allem die falsche Seite. Was hattest du vor? Oh, ey, lass mich wieder. Nein. Doch, Mann. Nein. Doch, Mann. Nein. Oh, komm schon, lass mich wieder zocken, verdammt. Geh weg jetzt. Geh weg. Geh wieder auf den Stuhl. Du kannst es nämlich eindeutig nicht. Ich esse da schnell einen Schlumpf. Was machst du da? Sinnlos. Warum nicht? Wenn man nichts zu tun hat, hört man sinnlos mit dem Stuhl durchs Zimmer. Da liegen zwei Betten, weil das denn hier gepennt hat. Der aus dem Video, wo du gesagt hast. Der was? Ja, der PC geht nicht, weil er nicht eingesteckt ist, zu hohen Krebs. Ja, ich hab's geschafft! Verstehst du keinen Strom, wenn er nicht in der Steckdose ist, Jonas? Der was bleibt stecken? Ja, das ist immer so ein Problem gewesen bei dem PC. Na, ich weiß welchen. Stage 2. Stone Jump Count der 50. Ja, ich habe ein Zehntel geschafft. Super. So, jetzt geht's Stecker. Sehe ich so aus. Nein, hab ich nicht. Hä? Hast du oder hast du nicht? Hab ich nicht. Oh,
Stein ist cooler. Doch nicht. Ich muss meine Meinung ändern. Ey, Baumstelle, ich hab's geschafft. Also nicht komplett. Hast du schon erwähnt? Nein, halt die Fressen. Nach! Alter, zieh dir mal rein, wie viel das da oben noch ist, Alter. Mann, zu zweit macht das viel mehr Bock, sowas aufzunehmen, Alter. Dann fallen mir auch mehr Themen ein. Jetzt müsste auch, ja, man, das mit den Dingens ist langsam schon oben, würde ich sagen. Was feierst du schon? Hast du da reingeäumelt? Nein. Sondern? Das wäre ja echt ranzig gewesen. Was hast du denn sonst gemacht? Hey, hab ich da jetzt durchgeschafft oder war ich das mit dem Messer? Das war ein Messer, Junge. Aber ich hab da nie reingestochen. Ja, weiß ich doch nicht, wie du das geschafft hast. Oh! Wie du das geschafft hast. Hör auf die Waffe, lass sie liegen, 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 lass sie liegen. Nein. Lass sie liegen, lass sie liegen. Anlauf nehmen. Wir waren gerade draußen so eine Weile, ne? Es ist jetzt wie. Also es ist kommt jetzt selten vor. Kurz vor 11. Ja, wir sind halt Zocker, ne? Weißt du, wir haben keine Freunde und so. RTL und so, weißt Bescheid. Und wir waren halt draußen. Und ich wollte wissen, wo eine Freundin von mir wohnt, ne? Und, in Wirklichkeit mag sie überhaupt nicht. Genau, nein, das war nicht, nein. Jedenfalls, wir gehen so, also ich wohne im Dorf. Und wir gehen so durchs halbe Dorf. Also ein Teil vom Dorf. Und haben so an jedes Haus geguckt, weil da steht ja meistens der Nachname. Ich wusste ja, wie sie mit Nachnamen heißt. Und wir haben uns so gedacht, weil wir gesehen haben, dass einer Fernsehen guckt. Das sieht man ja manchmal, wenn man so durch ein Fenster guckt. Wenn das Haus kleiner ist, dass so alles auf einer Etage oder so ist, oder wenn der Fernseher unten ist, haben wir gedacht, wie geil das, was machst du denn da? Wie geil das jetzt kommen würde, wenn wir uns da hinstellen und von draußen Fernsehen mitgucken. Und dann dreht der Bewohner sich um. Also ich habe Angst, dass du auf mich schießt, Junge. Dann dreht er sich um und denkt, oh mein Gott. Wie episch, nein! Wie episch das kommen muss, wenn da einer steht, so ganz gechillt und mitguckt, Alter. Ich stell mir das so geil vor. Das müsste jetzt schon die dritte Folge sein. Boah, wow, Alter, wir haben noch nichts geschafft, ey. Das ist eine richtig fette Idee, Martin. Na? Wir spielen russisch Roulette. Nein, wir spielen nicht russisch Roulette. Ach, spielen wir das jetzt. Wir spielen kein russisch Roulette. Doch, Mann. Alter, verpiss dich. Geh weg, Junge. Geh weg. Nein, Alter! Hast du gerade echt geschossen? Ja. Fick! Alter, hör auf! Oh, du Pimmel! Du hast da keine Waffe! Ist das rausgekommen? Oh, Junge, Alter, mach das nicht noch. Alter. Der hält mir gerade eine Knarre an Oberschenkel, ne? Und sagt, ja, wir spielen jetzt russisch Roulette und drückt ab. Und ich. Oh, fuck, Alter. Ja, bei dir ist eine Kugel rausgekommen. Nee. Doch. Echt? Ja. Nee. Doch. Echt? Hast du nur eine Kugel reingemacht oder was? Ja. Okay, ist bei russisch Roulette üblich. Och man, die Map mag mich überhaupt nicht und ich mag die Map auch nicht. Aber irgendwie ist es cool, weil ganz oben stehen sind zwei Melonen. Oh, das ist doch langweilig, wenn man das sieht. Was? Oh, die Kuh irgendwie. Ja, der muss ja nicht hingucken. Alter, hör auf, Junge, ich zocke gerade. Du machst mich noch, Alter. Hast du jetzt echt vor, dich beizuschießen? Ach so, du hast... Junge! Hast du gezogen? Es geht, man verliebt es. Gib mal eine her, ich will auch mal auf Oberschenkel schießen. Nein, gib her! Wir spielen weiter russisch Roulette, bis du eine abbekommst. Nein! Doch mal! Nein, Mann, ich will selber auf mein Bein schießen, du hast auch selber auf dein Bein geschossen. Ich will selber auf mein Bein schießen. Egal. Mir aber nicht. Soll ich das ausrechnen, wo ich die Kugel hinmachen muss, damit es bei dir kommt? Mann, das ist mein Bein. Könntest du machen! Oh, ich hab's geschafft. Jetzt fick dich, jetzt fick dich, jetzt fick dich. Jetzt, ah! Oh, Junge! Hast du echt geladen? Ist da irgendwo eine Kugel drin, ne? Keine Ahnung. Jetzt hör auf, Alter! Fick dich doch mal! Da war eine Kugel drin, Lappen. Ich hab gesagt, keine Ahnung, das kann heißen, ja und nein. Nein! Nur wegen. Oh, Mann! Du hast echt keinen Sinn, Junge. Du bist hier auch nur, um mich abzuballern, um mich auszulachen. Ist das der Sinn deines Lebens? Mann, so eine Doppel können da öfters mal sein. So eine Doppel. Alter, ich hab Schiss, wenn du mit der Waffe auf mich zeigst.